Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge Sims Freeplay. Bei der letzten Folge habe ich ja zu vierten, das war natürlich die 5. Folge. Aber jetzt sind wir bei der 6. So, Manuel Neuer hat seine Arbeit beendet und 1020 Simlons sowie 84 EP erhalten. Möchtest du diesen Sim jetzt besuchen? Nein. Erstmal nicht, weil die stinkt auch. Schaumdusche, die Aufgabe müssen wir machen. Schrubben. Schaumbad, 15 Minuten. Okay, mach das. Dann ist die schon mal beschäftigt für die nächsten 15 Minuten. Oh. Die schleppt sich in die Dusche. Und tschüss. Dann gehen wir in die Stadt. Gucken wir auf unsere anderen Aufgaben. Was haben wir denn noch? Mit einem Sim scherzen, okay. Post ist da, Simlons. Oh, er liegt auf dem Boden und betet. Und ihm scheint es ganz schlecht zu gehen. Dann nehmen wir erstmal Reste essen, bis du zu Kräften kommst und dann noch. Was können wir danach mit dem machen? Alle hier, alle Sims sind müde oder schlapp. Ach, mit einem Sim scherzen die Aufgabe, ja, die können wir nicht machen, weil der andere Sim schläft. Wir müssen einen neuen Sim erstellen, aber jetzt muss ich gerade mal schon überlegen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich mir gerade vergessen habe, mir jetzt einen Namen auszusuchen. Und ich überlege mal, ob mir jetzt noch im Laufe des Let's Plays Name einfällt, aber. So, mach mal einen Minutenschlaf für 4 Minuten. Was kann man denn da nehmen für einen Namen? Ah ja, warte, ich überlege gerade. Vorname können wir Anna nehmen. Anna, Nachname. Das ist mir kalt. Anna. Jetzt bin ich überlegen. Na, ich überlege mal noch die Folge. Können wir auch unsere Freunde eigentlich besuchen? Nein, können wir nicht. Wir können nur nachgucken, wie viel Geld oder so die haben. Ah ja, Haarfrisur. Nee, da wollen wir nicht hin. Ja, jetzt ist mir ein Name eingefallen. Neuen Sim hinzufügen. Das ist ein Name von jemandem im Bekanntenkreis. Den machen wir jetzt einfach mal, den Nachname. Vorname. Machen wir wieder einen Mann. Einen Mann nochmal. So, den schreibt mir ein bisschen anders. Wenn wir den so machen. Ja, nee, warum? Nee, wollen wir nicht. Ah, gibt's noch andere Werte. So. Oder gibt's hier noch einen anderen Bart? Oh Gott. Ach, wir wollten ja eine Frau machen. Ich muss mir noch einen Vornamen für einen Mann überlegen. Ach, weißt du was? Wir machen jetzt einfach eine Frau. So, nochmal in die Stadt. Ich glaube, wir noch auch zurückdrücken können direkt auf weibliche Elemente. Egal, nochmal neu drauf jetzt. Neuen Sinn hinzufügen.
So. Ist die Anna. Und der Nachname ist Weishaupt. Tja. Anna Weishaupt und mit. Die soll weiblich. Wenn ich mal eine dunkelhäutige oder so. Ne, wir machen einfach mal eine. Nein. Einfach mal so, die sieht noch ziemlich hässlich aus. Dann brauchen wir eine bessere Frisur hier. Vor allem noch die Jacke, die anhat. Heute gibt es viele schöne Auswahl. Nein. So lange Haare finde ich ganz gut, aber. Ups, ich finde, bei Haaren hätte man vielleicht mehr Auswahl machen können. Da gibt es ja eigentlich nur immer so kurze Schnitte. Also ein langer Schnitt hier so ein, meine ich halt aber dann noch ein bisschen länger. Egal, wir nehmen einfach so einen Knoll hinten. Was haben wir mit so einem Schmuck? Ich glaube, das doof aussieht. Na, eher nicht. Oh, wir halten es jetzt ein bisschen lange fest. Nein, wir machen einfach mal die Frisur. Guck mich an, so. Guck doch mal nach vorne. Ja, so ist gut. Ja, die Augenfarbe ist auch gut. So, jetzt kriege ich jetzt ein vernünftiges Hemd oder Jacke, wie auch immer, an. Ja, was nehmen wir denn da? Soll ich eine Trainingsjacke oder so? Oder die, oder... Was hat man denn gerade für ein gutes Hemd? Ist weg. Hier. Sowas. Ja, machen wir... So, die, wir können ja eh später noch umziehen. Und Hose nehmen wir, ja, die, bisschen sommerlich gekleidet, noch irgendwelche sommerliche Schuhe dazu, ne, dann die Socken so hoch, ja, so, statt Anna Weishaupt hinzufügen, okay, hat sein Luxushaus. Ja, oh. Schöne Pflanzen. Geil. Autofahren. Spritzt nur 3 Minuten. Oh, hätte er nicht der Frau machen sollen. Hoffentlich kann die Auto fahren. Auf jeden Fall ist keine normale Frau. Eine normale Frau passt darauf auf, dass sie nicht über ihr Beet läuft oder über ihren Rasen. Und sie ist einfach geradeaus über den Rasen gelaufen. Und die macht seine Spritztour. Können wir irgendwas sehen? Ich hätte auch gerne gesehen, wie das Auto losgefahren wäre. Jetzt war schon weg. Sehen wir leider nicht mehr. Schade. Wundert mich eigentlich, dass sie nicht an irgendeiner Straßenecke steht mit einer Panne oder irgendwas. Ein Unfall, genauer gesagt. Na gut, wir wollen jetzt nicht so lästern. Zurück auf die Karte. Ah, die hat auch noch keinen Job, arbeitslos, dann können wir das einsammeln. Ah, da fährt sie gerade.
Cool. Der macht seine Spritztour. Ach, und der lässt bei der Spritztour so Sachen, die ich einsammeln kann. Geilo, das lohnt sich eigentlich richtig. Ich muss ja noch bei den anderen Häusern gucken. Für den Kreis. Müssen wir bei den anderen Sachen, bei den anderen Häusern gucken, ob die auch so ein Teil haben will, so eine Spritztour. Oder ein Auto, meine ich. Stadion. Bauen. Okay, wir brauchen mehr Sims. Ach, das ist die gar nicht. Och. Hier fahren noch mehr Autos. Oh, und ich dachte die ganze Zeit, das wäre die. Das war die gar nicht. Hey, wo die nur ganz wenige langfahren. Komisch. Aber das kann ich nicht sagen, weil ich habe keinen zweiten und eine Spritztour geschickt. So, und er freut sich und ist wieder wach. Und Hände waschen mit ein bisschen Sauberkaub. Finger waschen. Abbrechen. Abbrechen. Ja, klar. Wow, das war schon. Fingernägel putzen dauert ja richtig lange. Hände waschen. Da braucht vielleicht mal so ein Computer oder so, damit er ein bisschen Unterhaltung kriegt. Aber ich glaube, der kriegt hier auch Unterhaltung. Erstmal Reste essen wieder. Tralalala. Fertig. Komm. Hey, wie lang ist der bitte? So, jetzt sind wir auch am Ende der Folge. Vorher schicken wir natürlich noch alle Sims an irgendwas, dass die irgendwas tun müssen, dass die hier nicht die ganze Zeit rumsitzen. Aufs Ohr, und wir gehen jetzt hier ins Bett einfach mal und machen einen Tiefschlaf. Tiefschlaf von 7 Stunden. Gute Nacht. Wir sehen uns lange nicht mehr. Nochmal schnell alle beschäftigen. So, die müssen von ihrer Spritztour wieder da sein. Ah, da ist sie ja. Guck, jetzt steht sie in ihrem Beet. Genau, was ich am Anfang meinte da. Eine normale Frau läuft nicht durch ihren Rasenbeet. Beetrasen, ja, so. Ähnlich. Nee, E-Mails lesen 40 Sekunden. Nein, die soll jetzt. Wir geben jetzt, glaube ich, einen Job, mit wir mit dir auch mal beschäftigt ist. Geben wir erstmal den Job. Ich weiß nicht, ob man die wieder irgendwann kündigen kann, weil nachher haben wir jetzt einen Job für alle drei das gleiche. Das wäre auch ein bisschen doof. So, die soll jetzt einfach mal zur Arbeit gehen. Anna Weißhaupt zur Arbeit schicken, ja. Feuer, jetzt hier Feuerwehranzug und jetzt ist sie weg. Geilo. Haben wir es nochmal gesehen. Ihr schönes Haus ganz verlassen, hoffentlich bricht da keiner ein. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. Und beschäftigen. Ah, ist sie das jetzt? Keine Ahnung. Wir haben sie zur Feuerwehrwache geschickt. Nee, kann sie eigentlich gar nicht sein. Aber hätte sie kein Verfahren. Nee, den Mann haben wir schon beschäftigt. Mit Schlafen. Jetzt müssen wir die Frau beschäftigen. Noch am Duschen und singt dabei. 2 Minuten noch am Duschen. Nee, okay. Was liegt denn da? Na, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Ah, die haben kein Auto. Okay, weil die eine hat ein Luxushaus. Am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Ciao, bis zur nächsten Folge.